So, jetzt geht's los, ja? Daniel, oder? Daniele. Nicht Daniele. Genau. Da merkt man ja den Namen. Daniele. Daniele ja, genau. Negroni. Ist total schwierig. Daniele. Okay. Haben aber alle im Camp auch die Probleme mit gehabt. Okay. Die haben mich dann Danny genannt. Recht herzlich willkommen im Stiegenhaus West mit einem besonderen Gast heute, nämlich mit Daniele Negroni. Richtig. Okay, ich habe zwar Probleme gehabt, aber ich habe es wenigstens richtig ausgesprochen. Recht herzlich willkommen hier in Wien. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, du warst ganz begeistert vom Studio. Gefällt dir, ha? Ja, es ist halt einfach extrem eigen. Es ist nicht so wie jedes herkömmliche Studio, wo du einfach mal reinkommst und dann steht da irgendwas, sondern das ist halt schon ziemlich cool gemacht, sehr speziell. Das mag ich. Ausgeflippt ist immer gut. Ja. Du bist groß geworden, bekannt geworden mit 2014 mit der bekannten Sendung Deutschland sucht den Superstar. Genau. Ich wusste vorher überhaupt nichts über dich, überhaupt nichts, weil es gibt ja extrem viele Serien und dieses Deutschland sucht den Superstar gibt es ja schon, weiß nicht, die vielte Staffel und so weiter. Ich glaube die 14. jetzt 14. Um 14 schon? Unfassbar. Und ich kann mich gut erinnern, oder ich habe das nicht gut erinnern, aber ich habe das gesehen, wie du damals das erste Mal kamst. Das war eben 2014, diese erste Runde. Ja, 2012 sogar. 2012 war das sogar. Ich kann mich erinnern, wie ich mir das angesehen habe. Das war eigentlich ein bisschen traurig, weil du hast erzählt von einer relativ tristen Kindheit. Ja. Von deinem Vater, der deine Mutter geschlagen hat, um Gottes Willen. Und der Dieter Bohlen und die anderen sind so ein bisschen dann gemacht, ich möchte noch eine Chance geben. Genau. Die Chance hast du bekommen. Das war eher ein bisschen vielleicht auch Mitleid vielleicht. Oh. Und natürlich beim Dieter, da kann man gar nichts vorwerfen. Der Dieter hat halt gedacht, da kann man vielleicht auch noch was draus machen. Das hat er schon ehrlich gesagt und das hat ja funktioniert. Ich meine, die haben mich schon dann ordentlich gepusht in dem Moment halt auch und haben mir dann quasi auch mit dem Vocal Coaching, was ich hatte, extrem geholfen. Ja. Und dann wurde es ja auch von Show zu Show besser. Aber am Anfang, da brauche ich kein Blatt vor den Mund nehmen, habe ich richtig verkackt. Eine Frage, die ich jetzt schon vorwegnehmen möchte. Du hast ja ein Tattoo genau. von deiner Mutter hier, ne? Genau. Wann hast du das machen lassen und warum? Ich habe ein Tattoo auf der Brust, hier auf der rechten Seite. Da steht alles, was ich bin und hoffe, jemals zu werden, verdanke ich meiner Mutter. Ist auf jeden Fall Fakt. Ohne meine Mutter wäre ich nicht hier. Ich habe viel Scheiße gebaut damals. Ich war nicht so das, sage ich mal, Gelbe vom Ei. Und habe halt viele Fehler gemacht. Und vor allem auch so, man sagt immer so kleinkriminell, hat man es immer genannt. Mhm. Und braucht man auch nicht schönreden, war auch so. Ich war nicht so, wie gesagt, einfach wie normale Kinder. Ich war immer anders und bin ja dann auch im betreuten Wohnen aufgewachsen damals und habe dann quasi durch dieses betreute Wohnen, durch das Team, was ich da halt eben hatte, dann so den Schritt in das Normale geschafft, habe dann meine Ausbildung angefangen und alles drum und dran zum Koch damals. Und ja, dann bin ich irgendwie durch DSDS halt wieder mit meiner Mutter in Kontakt gekommen. Mhm. Ich musste es ihr ja dann auch sagen, dass ich eben relativ weit schon war, weil sie wusste ja bis zur Top 32 gar nicht, dass ich da dabei bin. Weil ich habe ja dann auch meine Ausbildung abgebrochen, das wollte ich ihr nicht sagen, weil sonst jetzt wieder gesehen, geht genauso weiter. Ja. Und ich habe die Ausbildung dann abgebrochen und bin dann quasi bei DSDS in den Recall gekommen. Und im Recall haben sie dann gesagt, ja, du bist in Top 32, du fliegst mit uns auf die Malediven. Und ich war ja 16 und da brauchten sie dann die Unterschrift von meiner Mutter. Ah, ich verstehe. Ja, dann ist das quasi durch DSDS wieder ein bisschen ins Rollen gekommen. Dann habe ich die Gespräche gefunden zu meiner Mutter und mittlerweile sind wir ganz dick. Ein Herz und eine Seele, so wie ein Mutter-Sohn-Verhältnis sein muss. So. Sehr schön. Du bist dann bei Deutschland sucht den Superstar in dieser Staffel Zweiter geworden. So sieht's aus, ja. Hat Dieter Bohlen dann für dich auch produziert? Hast du dann? Ich habe mein erstes Album mit Dieter Bohlen aufgenommen, meine erste Single mit Dieter Bohlen gemacht und waren auch die erfolgreichsten von denen, die ich gemacht habe. Also da braucht man nichts sagen, wenn der Dieter was macht, ist grundsätzlich immer krass, weil der Typ einfach, der hat ein Händchen dafür, was halt gerade geht und was halt gerade vor allem mit dem Strom schwimmt. Und er hat das mir versprochen nach der Show. Ich habe es nicht so ernst genommen, muss ich ehrlich sagen. Was hat er versprochen, dass er mit dir was macht? Genau. Okay. Also es war auch eine witzige Situation. Ich war auf der Toilette nach der Show und ich war echt traurig. Ich habe auch geweint, weil da ging es ja doch um was bei der Show. Die Tür hinten dran auf und man kennt ja Dieter Bohlens Stimme sofort. Ja. Man sagt dann nicht traurig sein und so und drehe ich mich um. Dann steht er einfach da, hat sich neben mich gestellt und hat gemeint, mach dir keine Sorgen, wir machen auch ein Album zusammen. Und dann hat er sich echt zwei Tage später gemeldet, hat mich dann nach Tötensinn fahren lassen. Wurde also ich dann abgeholt bei mir zu quasi Hause. Quasi am Pissoir wurde ein Plattenvertrag vereinbart. Am Pissoir wurde quasi dafür gesorgt, dass ich meine Musik weitermachen kann. Wirklich wahr.
Also da, und habt ihr quasi beide eure besten Stücke draußen gehabt, wie ihr das quasi vereinbart habt, oder was? Ja, wir haben zum Glück nicht die Schwerter gekreuzt, aber wir haben die einen Endedruck gehabt. Achso, danach? Nach dem Händewaschen. Nach dem Händewaschen, okay, Gott sei Dank. Also nach dem Händewaschen gab es halt auf der Toilette den Plattenvertrag. Das ist doch mal richtig, ist so ein Oldschool, ne? Ja, aber ich fand's krass. Es ist ja so, dass du vor kurzem in diesem Dschungelcamp warst, dass wir auch in Österreich sehr viele Leute verfolgen, was ja auch bei uns noch immer sehr gut geht. Ja, aber es ist jetzt eine ein bisschen provokante Frage, sei mir nicht böse, wenn ich die stelle, aber warum macht man damit? Ist die Karriere dann schon jetzt ein bisschen runtergegangen? Also du brauchst wieder Aufmerksamkeit, oder warum hast du dich natürlich da entschlossen, zu diesem Schritt überhaupt mitzumachen? Ja. Nee, natürlich ist es immer so dieses Image, so, das sagen ja viele, oh, wer in den Dschungel geht, hat nichts mehr, aber das stimmt ja nicht. Ich habe ja davor meine Touren gespielt, ich war mit Johnny Orlando auf Tour, ich habe meine eigenen Songs schon fertig gehabt, bevor der Dschungel überhaupt da war, aber man hat es dann natürlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, geschickt miteinander verbunden. Mhm. Erstens mal muss man sagen, und das ist unumstritten, da kann jeder erzählen, was er will, das ist ungefähr wie beim Schlager. Ja. Keiner hört Schlager, aber jeder kann's. Und das ist genau das gleiche beim Dschungel. Keiner guckt, jeder sagt, der Dschungel ist scheiße, aber jeder guckt's. Ja, ja. Das gucken halt einfach alle. Es ist eine unfassbare Bandbreite an Menschen, die jeden Abend da einschalten. Und man kann sich den Menschen einfach präsentieren. Und ich glaube halt, in der Sendung war mir vor allem wichtig, den Leuten da draußen zu zeigen, wie tickt Daniele Negroni. Meine nächste Frage, ich habe das ja auch wieder angeschaut in diesen kurzen Videos. Was du gegessen hast, ich meine, ich habe das noch gesehen, so eine Schweinsnase ist sicherlich furchtbar grauslich. Ja. Aber am meisten habe ich mir gedacht, du hast gegessen ein angebrütetes Hühnerei. Ja. Na, alter Bam! Vor allem, da war das Huhn, hat man das ja gesehen, Embryo aber war drin. Das Embryo mit Federn, na, alter, das ist ja unfassbar. Also, hat aber geschmeckt wie eine gespieben. Schnecke. Schmeckt wie eine Schnecke. Ja. Hast du da nicht gespieben nachher? Ja? Also ich muss ehrlich sein, ich habe es mir halt verdrückt quasi. Ich habe es verdrängt. Aber ich hatte den ganzen Tag die heftigsten Magenschmerzen. Es war wirklich schlimm auch irgendwo, weil man halt die ganze Zeit dieses Gefühl hatte, wenn du aufgestoßen hast, hast du das auch immer wieder geschmeckt. Oh, Alter, bitte hör auf. Also ich habe mich lang gewehrt, aber es war so unfassbar. Und du hast das wirklich, also ja, nehme ich mal die Spinne, zack, runter und so weiter. Die Spinne, da waren alle baff. Also das, also ich habe auch noch nie in meinem Leben, und das, da bin ich auch echt dankbar für, noch nie von so vielen Menschen im Netz gelesen, dass sie Respekt vor dieser Aktion hatten. Unfassbar. Also ich meine, die Spinne hätte ich nie gedacht, dass ich mache. Niemals. Aber als ich sie in der Hand hatte, dieses Glas, und sie gesehen habe, es war ja auch noch die größte Spinne, die sie jemals serviert haben im Camp, haben sie ja gesagt. Die war ja wirklich so. Mir ist ein bisschen schlecht jetzt, wirklich. Die war einfach so ein Gerät. Wahnsinn. Und dann habe ich die quasi da gedreht und gedreht und gedreht und dann hat sie sich eingekräuselt, weil die geht ja dann in Schockstarre. Du bist ein schlaues Kerlchen. Ja, musste man. Ah, dann habt ihr da so Tipps bekommen von Dr. Bob. Ja genau, Dr. Bob hat uns da schon eingewiesen, weil das ist ja nicht einfach mal nur eine Spinne essen. In dem Moment, wenn ich eine Spinne in den Mund nehme, die halt quasi nicht unter Schockstarre steht, kann die ja nach hinten krabbeln. Und dann ist die ja weg. Und wenn die dann nach hinten krabbelt, hast du ein richtiges Problem. Warum? Weil wenn es zum Beispiel eine Spinne ist, die zum Beispiel Eier oder so in sich hat, dann hast du... Nee, aber da trinkst du ein bisschen Cola nach und dann ist es doch weg, oder? Das ist nicht so einfach. Und das Problem war, ich habe das Glas gerührt wie verrückt, geschüttelt. Und dann hat diese Spinne sich quasi zu einer Kugel geformt. Ja, ja. Und in dem Moment musst du es halt ganz schnell in den Mund nehmen, weil das hält auch nicht lange an, eine Sekunde, dann geht die wieder auf. Okay. Und das habe ich halt gemerkt im Mund. Auf einmal war es brrrr und dann stand die quasi auf meiner Zunge und hat sich bewegt. Und dann habe ich halt gesagt, kurzer Prozess, Bauch durchbeißen. Und das war echt das Ekelhafteste. Also da war's wirklich tough, extrem tough, ne? Und hast du alles aufgegessen dort, komplett, ne? Komplett, ja, alle 5 Sterne abgeräumt. Ja, ansonsten war es eh okay. Und was am harmlosesten war, was ja immer alle sagen, was für am schwierigsten ist, war der Ochsenpenis. Der hat nach nichts geschmeckt. Das war einfach nur hart, es war steinhart. Und das tat richtig weh beim Zerbeißen, weil du hast halt extrem wenig Zeit auch und die Masse ist ja riesig, das war ja wirklich so ein Ding. Ich hab's gesehen, ich hab's mir angesehen, ne? Der Ochsenpenis. Und, ja, denn da hatte ich echt meine Probleme mit, als er dann darunter gezählt hat von 10 auf 0 in den letzten 10 Sekunden. Ich hab's ja genau bei 2 Sekunden geschafft, dann war ich fertig, aber ich habe echt gedacht, ich schaff's nicht. So, jetzt bist du ja eigentlich, kommst ja von der Musik. Ja. Jetzt habe ich ein Experiment mit dir vor. Ja. Ich hoffe, du bist diesem Experiment aufgeschlossen, Daniele. Daniele, so ist wieder richtig gesagt, zum zweiten Mal richtig gesagt. Und zwar, ich habe auf deinem YouTube-Kanal gesehen, da hast du ein Lied gespielt, was ein persönliches Highlight von mir ist. Von Jesse P, Price Tag. Ja. Da ist deine Version drauf. Kannst du das mit mir singen? Checkst du das? Wie hoch ist das denn bei dir? Das ist, auf C spiele ich's. Spiel mal. Seems like everybody's got a price. Moment. Listen. Nochmal. 2, 3.
Seems like everybody's got a price. I wonder how to sleep at night. When the steel comes first, the truth comes second. Just stop for a minute and smile. Yeah. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. You got the shades on your eyes and the heat's so high. You can't even have a good time. And everybody looks to the left. And everybody looks to the right. And can you feel that, yeah, we're playing with the love tonight. And it's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. Why, me forgive me. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. And ain't about the, the chain, and about the, yeah. My blame, my blame. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. Cool, jawohl, yeah. Daniele. Ha? Geil, ziemlich geil. Kann man lassen, oder? Ziemlich ich habe mich leider vergriffen einmal. Ich habe zu Hause geübt. Das hat keiner gemerkt. Oh, doch. Das nicht ist mal ich habe es gemerkt. Das macht mich wahnsinnig, sowas. Zum Abschluss, ja, haben wir hier, ich muss mein Kätzchen. Das feiere ich ja richtig. Das ist einfach ein, das finde ich ein super Ausdruck, das Feiern. Ja, ja. Das gab es in meiner Jugend gab's das nicht. Das ist, ich feiere dich voll stark und so. Das ist gerade voll der. Das ist total nett, finde ich auch. Ich feiere dich. Das finde ich total nett. Gut, also lass uns feiern, Daniele. Okay. Such dir doch was aus, was würde dir gefallen? Nein, ich weiß, was ich dir schenke. Dir schenke ich als Dortmunder die Banane, oder? Nee, ja, ich nehme die mit. Ehrlich, ja, nehm oder? Ich mit. Das ist ja in Dortmund. Die nehme ich mit, die halte ich in Ehren. Ja. Finde ich geil. Die schwarz-gelbe Banane. Schwarz-gelb, finde ich gut. Ja, ich finde schwarz-gelb gar nicht gut, ich bin blau-weiß. Schalke, Schalke. Gut, also, das war's. Daniele Negroni. Negroni. Ja, wir müssen mal den Cocktail zusammen trinken, den Negroni. Den Negroni, dann wirst du das nie wieder vergessen, nee, so schlecht wie der ist. Wahrscheinlich. Gut, also Daniele, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, ja. Alles Liebe, alles Gute, komm gut nach Hause. Ja, werde ich. Viel Erfolg für dein Album, viel Erfolg für deine weitere Zukunft. Dankeschön. Und vielleicht eines Tages triffst du dich wieder mit Dieter Bohlen auf der Toilette und der macht wieder einen Plattenvertrag. So, ich hoffe, dass es so kommt. Mal gucken. Alles Gute, bis zum nächsten Mal im Stingers West. Tschüss, Baba. We'll be right back.